Also heute sind wir mal in Lisberg fliegen. Mal schauen, wie es so wird. Gerade ist ziemlich viel Wind, schön böig. Was? Ja. Also das gibt's nicht. Gerade angefangen und direkt eine Thermik gefunden. Hier geht's auch richtig hoch. Ich sehe ja noch die Sachen lang fliegen. Ich hoffe, die geht noch weiter. Ja. Das ist Thermik! Nur leider nichts so wirklich Zentrierbares. Alles sehr zerrissen. Jetzt hat es hier gerade mich sehr durchgeschaukelt. Jetzt zieht der Schirm an. Und das war es leider wieder. Ja, ich fliege jetzt zurück. Irgendwie fesselt mich der Punkt hier ein bisschen, weil ich weiß, hier zieht was hoch. Aber gerade bewegen sich auch die Bäume nicht sonderlich. Und ja, jetzt fliege ich wirklich zurück.
Und ihr seht, wo ich wieder bin. Ich bin wieder hier vorne beim Wald. Hier ist irgendwas. Und dass ich damals meinen richtigen Thermikeinstieg hatte, hatte ich den ein kleines Stückchen weiter rechts. Also ich denke, wenn es thermisch interessant wird, dann ist das schon hier. Da vorne die Solarplatten und so. Juhu, das war doch ein schöner Flug. Gibt's so selten, dass man direkt auspackt und direkt erstmal fliegt. So. 2,5 Meter steigen und 27 Meter Startplatzüberhöhung. Jetzt ist auch gerade wieder erstmal windstill. Bis dahin. Tschüssi. Alles gut, es ging irgendwie gar nicht voran. So schön, wie wir einfach hochlaufen und so. Gutes Handling. Thermik! Also was jetzt schon wieder abgeht hier, das ist brutal, wie es mich jetzt hier durchschaukelt. Ja, da hinten bei den Bäumen, ich hoffe mal für ihn wird es nicht zu viel Wind. Und jetzt müsste ich in die Liftleinen von dem Hang fliegen. Jetzt müsste es so dauerhaft ein bisschen tragen. Oh shit. Jetzt hat es ihn richtig nach hinten versetzt. Oh fuck. Ja, ging noch zu retten. Aber das ist angenehm, bei den heißen Temperaturen entspannt Gleitschirm fliegen, das ist gut. Ja, hier muss mehr kommen vom Hang, sonst kann ich mich hier nicht halten.
Ey, das trägt leider zu wenig. Hier geht's gut. Das war auch mal eine heftige Landung. Eieiei. Ich versuche direkt wieder hoch zu handeln mit meinem Gleitschirm. Wobei ich echt aufpassen muss, weil wenn der hier runterkommt, landet er schön in den Dornen. Ne, jetzt ist er sicher. Und das war es wahrscheinlich wieder mit dem Wind. Sonst würde der nicht jetzt so. Entschuldigung. Das war doch nochmal gut. Wie bitte? Einmal hattest du ein bisschen zu tun, oder? Vor den Bäumen. Einmal hattest du ein bisschen zu tun, aber sonst gut. Ja. Und was man halt hier am Boden immer so gut lernt, ist so dieses Handling vom Schirm. Ah, zog ein bisschen an, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Alter Schwede. Ich drehe. Hier trägt's mal wieder schön, nur das reicht dann immer nicht, dass es mich mal wirklich mal hochzieht. Ja, und wieder aus. Die Bäume, wenn es hier gehen würde, müssten auch mehr wackeln. Ja, schade. Aber Nullschieber. Es geht weder hoch noch runter. Jetzt zieht's an. Und sinken. Wie es hier einen durchschüttelt, ey, das ist so brutal. Digga. Und noch schön aufs Feld gerannt. Junge. Geil. Ja, jetzt laufe ich erstmal wieder hoch.
Ja. Wieder super Steigen gehabt, aber ich weiß immer nicht so, ob ich den Bäumen hier so trauen kann oder ob es dann doch mal einen großen, ja, nee, mache ich nicht, Klapper gibt und ich im Gebüsch hänge. Jetzt wird's anziehen. Ja, habe ich richtig gemerkt. Ah, schade. Ich dachte, da kommt mehr. Vor allen Dingen, weil jetzt auch der Wolkenschatten da ist. Ja. Und ohne Ablösekante. Ich weiß nicht, ob es sich mal lohnt, nach vorn zu fliegen. Ja, hier zieht's richtig an. Jetzt kommt der letzte Flug, der entspannte Abgleiter zum Parkplatz. Und da werde ich mal voll durchbeschleunigen. Mal schauen, ob Rolle auf Rolle kommt, da ich das Gurtzeug noch relativ neu habe. Das hat wirklich gut funktioniert. Mein Vario habe ich auch vergessen anzuschalten, aber jetzt ist ja nicht mehr allzu viel zu erwarten.